Herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firmenmanager Fahrzeugfolierung. Wir haben fertig foliert den Porsche 993 Turbo. Steht hinter mir, Farbe Miami Blue plus Martini Design. Sprich, der hat einmal die komplette Folierung in dem Miami Blue bekommen. Sieht so aus. Wir haben auch keine Akzente oder so reingebracht, weil das Fahrzeug hat halt ein sehr klassisches Design. Ja, klassisch, breit, cool aufgebaut, die Autos. War eine Zeit lang nicht so beliebt, aber mittlerweile kannst du die Dinger nicht mehr bezahlen. Ja, Martini Design ist praktisch separat draufgekommen. Wir haben, glaube ich, schon im letzten Video gezeigt, wo so die Schwierigkeiten liegen. Ne? Das war ein Bauteil, das hier zum Beispiel. Ja, das fängt hier an. Das geht praktisch hier um die Scheibe herum, ist gleichzeitig das Dach, hat noch ein Schiebedach drin, geht hier weiter und endet erst hier. Aber das ist alles ein Stück Folie, wenn dann richtig. So, ich würde sagen, ihr habt zwar jetzt schon einen kleinen Einblick gesehen, trotzdem gibt es einen Porn und diesmal mit Musik. Porsche 993 Turbo.
Sieht ausgepflückt aus. Wir haben einige Karosserieteile und Anbauteile des Fahrzeuges demontiert. Hier haben wir ganz schnell Stoßstange vorne, die Wischerspritzdüsen, die Scheinwerfer. Diese Spritzdüsen hier müssen wir auch noch demontieren, da sind wir noch dabei. Bisschen komplizierter mit den Kabeln. Tankdeckel, Spiegel, Blinker, Türgriff, damit wir das mal zeigen können. Mal bitte rum. So, Türverkleidung samt Elektronik, also sprich Boxereinheit. Lautsprechereinheit. Box ist ja was anderes. Boxereinheit. Lautsprechereinheit. Demontiert, Antenne demontiert. Hinten den ganzen Heckdeckel, beziehungsweise ist ja in diesem Fall Kofferraumdeckel, auch demontiert. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und natürlich die Rückleuchten. Da können wir ja zeigen, ne? So, während Patrick da noch den Türgriff von dem 993 Turbo foliert. Oder Tempo, so wie er so. Wie er soeben so schön sagte. So, hatte der Dean sich die Zeit und Mühe genommen. Guck mal. Diese einzelnen Strieben, die hier schwarz sind, schon mal vorher in Blau zu folieren. Das ist zeitaufwendig. Ja. Weil das ganze Bauteil wird ja blau. Das sieht natürlich echt bescheiden aus, wenn hier die einzelnen Lamellen, es sind ja keine Lamellen, die einzelnen Stege in Schwarz bleiben. Deswegen weitermachen. Guckt einfach zu. So, wir haben noch ein paar Dinger in der Halle stehen. Mal wieder was ganz Neues. Dinger? Wieder neu. Weißt du, was neu ist? Dinger haben wir in der Halle stehen. Ja, ein paar Dinger in der Halle. Zwei noch? Drei noch. Keine mehr? Letzte. Hast du den letzte genommen? Letzte habe ich genommen. Patrick, ja? Hast du den letzte genommen? Welche letzte? Ich kenne das gar nicht. Ja, der kennt das ja nicht. Der ist schon zu reif dafür. Er guckt nur Netflix, aber kein YouTube. Was war der? Der guckt Netflix, aber kein YouTube. Der hat YouTube, der kennt er gar nicht. Nicht gut. Ja, mal wieder was Neues. Eine Steinschlagschutzfolierung für den Vorderwagen eines Fahrzeuges. Neu! So, bekommt die Motorhaube, beide Kotflügel, Stoßstange, Spiegel und in diesem Fall sogar die Seitenschweller. Hat den Grund, dass die Seitenschweller gerade im Heckbereich sehr, sehr angriffsstark von Steinschlägen sind. Ja, allein die Form, ne? Weil wenn man sich jetzt die Form anguckt, die meisten Schweller sind ja eigentlich gerade, ne? Die gucken ja, die sind einfach straight. Ja, jetzt haben wir jetzt gerade kein Beispiel hier. Wir haben halt wenig Beispiele hier, weil alle haben gerade irgendwie was mit Seitenschwellen. Der hat seinen Schweller anders, der hat den anders, der Golf hat den anders, der GT hat den anders und alle. Wir haben hier gar kein normales Auto stehen. Nee. So, Timo und Dean sind am Mustang dran. Mustang, haben wir glaube ich letzte Woche kurz drüber geredet, ist aus der VLN, ist das, ne? Viele Leute werden dieses Fahrzeug kennen, ist sogar zuletzt noch bei der 24 Stunden, bei den 24 Stunden Rennen. Am Nürburgring? Ich wollte Englisch sagen, ich wollte Race sagen. Das ist voll langweilig. Man muss ja das Ganze, kannst du 24 Stunden. 24 Hours Race? Okay, dann lassen wir es lieber bei 24 Stunden Rennen. Nee, aber der war ja jetzt ein bisschen länger als ein Jahr foliert. Ich glaube so ungefähr 1,5 Jahre. Und da gerade auf der Rennstrecke so ein Lack oder so eine Folie sehr leidet, hat dieses Fahrzeug nochmal das Design neu drauf bekommen. Ja, wir können mal kurz rüber zeigen. Sieht halt aus wie. Wir haben den Namen dazu. Wie hieß das nochmal? LSD-Zebra. Finger weg. Einfach Finger weg. Ist nicht gut. So, wir haben einen RS4, den haben wir. Hatte man den im Hintergrund gesehen? Gar nicht, ne? Gerade ja. Gerade. Ja, der ist fast fertig foliert. Gehen wir aber diese Woche nicht drauf ein, sondern erst nächste Woche. Und dann haben wir noch einen Golf 6 GTI hier stehen. Wird aber auch erst nächste Woche zu sehen sein. Und was nächste Woche aber auch zu sehen sein wird, ist der Kia Ceed GT. Der bekommt eine komplette Folierung, wird gerade vorbereitet. Patrick, gibst du die Mühe? Immer. Immer. Egal welches Fahrzeug, egal welche Folie. Außer bei meinem Haus und bei dem von Amelie. Okay. Bei welchem gibst du den mehr Mühe? Bei deinem oder bei Amelies? Darf ich nicht sagen. Okay. Also wir wissen, er gibt sich bei Amelies Auto gar keine Mühe. Also ich hab's. Wenn ihr das seht, werdet ihr so ärgern. Darf ich berichten? Darf ich mein Erfahrungsbericht mit rein in den Text? Ich habe ja ein bisschen gesehen, wie du. Also, der Patrick hatte vor ein paar Tagen das Auto von seiner Freundin hier auf der Bühne. Entschuldigung, Verlobten. Danke, Timo. Hier auf der Bühne und hatte ein paar Kleinigkeiten bearbeitet am Fahrzeug. So, und dann ist uns eine ganz kleine Roststelle aufgefallen. Die wurde dann mal eben so. Boah, was haben wir damit gemacht? Ja, war so ein Fingerstück, war auf einmal fast faustgroß. Ja, ordentlich der Lack weg und auch das Blech. Also da ist ordentlich Arbeit drin, aber ein bisschen Folie drüber geklebt, sieht man nicht mehr. Siehst du nur von nahen, wenn du einen Meter vorstehst. Ich hab so Ärger zu Hause bekommen. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Ja, wir machen weiter mit A45 AMG. A45 AMG wird nicht komplett foliert, hat nur die Embleme bekommen. Vorne den Grill.
Ja, die Grillspange. Die ist ja immer in so einem chromen Matt. Schwarz glänzend. Dankeschön, Patrick. Sehr gerne. Das ist Patricia, da vorne. Wie hast du mich genannt? Du reagierst drauf. Ja. Frag dich mal wieso. Ich rede auch auf Popelfresser. Und auf, wie hieß das eine? Gimpel. Nee, ich hab's mit Schlitz. Schlitzbisser. Da muss ich mal lachen. So. Wir führen jetzt das Emblem ein. Was ist drin? Es geht schnell. Wir montieren gleich die Stoßstange vorne wieder dran. Dann ist das auch soweit durch mit dem Fahrzeug. Hier sind wir dran wegen mit dem Steinschlagschutz. Geht auch Stück für Stück immer weiter. Aktuell die Stoßstange. Der ist jetzt soweit vorbereitet. Ja, der ist komplett gereinigt. Der ist komplett demontiert. Die Jungs schneiden gerade die Folie zurecht und dann legen wir los mit der Folierung. Ich würde sagen, wir springen rüber zu unserem Folien-ABC. Dazu gehen wir an den Tisch. Folien-ABC, Buchstabe O. O für Oberfläche. So, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt und auch gezeigt, dass eine Oberfläche, wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, ja. So, die Oberfläche ist eine lackierte, eine mit Klarlack beschichtete Fläche. Sie ist eben, sie ist gerade. Aber wenn so ein Auto ankommt, ist sie nicht komplett sauber. So, jetzt zeige ich einmal ganz kurz. Das ist zum Beispiel eine Lackknete. So, dann gibt es hier sowas als Schwamm. Ein Knete als Schwamm? Ja, das ist ein Knetschwamm praktisch. Das ist hier, der hat jetzt schon gelitten, den benutzen wir auch schon nicht mehr. Ja? So, und das Ganze gibt auch so als Handschuh. Ah. Für großflächige Stellen. Und das Ganze gibt es sogar noch für die Exzenter. Haben wir aber nicht. Ist aber cool. Ja, aber einfach. Geht ein bisschen schneller. Geht ein bisschen schneller. So, auf jeden Fall bearbeiten wir die Oberfläche, wo ja das Hauptthema ist. Die Oberfläche bearbeiten wir mit einer dieser Lackkneten. So, das hat Folgendes. Mit so einer Lackknete holt man alle Rückstände, ich sage jetzt mal Harzrückstände, Teerrückstände, alle Rückstände, die sich so mit der Witterung bilden, holt man praktisch runter. Und dann ist der Lack porentief sauber. Ja, Oberfläche, was haben wir noch? Es gibt auch Oberflächen, die nicht zu bekleben sind. Da haben wir gerade hier ein Auto. Das hatten wir ja schon mal, ne? Hatten wir schon mal, bei Kunststoff zum Beispiel, ne? Bei Kunststoff, ja. Wir haben jetzt hier zum Beispiel dieses hier, ja? So, es ist schwarz-matt, Kunststoff, unbehandelt oder unbeschichtet oder beides. Und auf so einer Fläche wird sich die Folie nicht aufweisen können. Die würde keine Haftbarkeit darstellen. Man könnte zwar jetzt draufkleben, es wird im ersten Moment halten, wahrscheinlich aber im ersten Regen direkt wieder flattern. Deswegen nur glatte Oberflächen. Und wir haben schon mal gesagt, dass die mit Klarlack, mit einem glänzenden Klarlack lackierten Flächen immer die best zu beklebendste Fläche ist. Weil es gibt ja immer mehr Autos, die mittlerweile vom Werk aus in matt sind. Kann man auch bekleben, aber da gibt es auch schon teilweise minimale Probleme mit der Haftbarkeit. Das zur Oberfläche, weil wir das schon sehr häufig erklärt haben. Jetzt haben wir aber noch ein Wort, was vielleicht nicht direkt mit der Materie Folie oder Folierung zu tun hat, aber hier im Hause schon. Das ist die Organisation. Patrick, warum lachst du? Deiner Meinung nach. Ist die Organisation hier nicht gut? Hier gut nicht. Also, was heißt, sie ist gut. Ich raus hier. Das will ich ja nicht sagen. Aber manchmal ist es schon stressig, aber es ist auch, was heißt, manchmal ist es oft stressig. Ja, das stimmt. Aber es ist ja den Umständen entsprechend, ne? Ja. Wie heute, ne? Alles voll. Oft. Ja. Das ist halt im Handwerk immer sehr, sehr schwierig. Man weiß zwar, man braucht für das Auto so und so viele Stunden oder jetzt für eine Aufgabe, die so wie hier jetzt. Dann weiß man, okay, man kommt mit 1,5 Stunden Arbeitszeit aus. Aber es kommt ja oft dazu, dass irgendwo Komplikationen entstehen. Und das wirft einen zurück und auch andere Sachen, die im Alltag so anfallen, werfen einen zurück. Aber das ist nicht das Thema. Wir fangen an da, wo die Organisation anfängt. Und das ist meistens hier. Also hier fängt die Organisation so an, dass wir hier oder dass der Kunde hier seine Beratung bekommt und wir einen Termin festlegen, was natürlich zeitlich so geplant wird, wo halt die freien Termine sind. So, und dann gibt es immer so ein Auftragsformular, wo man halt alles festhält, Kundendaten, Fahrzeugdaten und die Leistungen. Ja, welche Folien wir benutzen, was wir wo folieren. Es gibt ja auch immer Fahrzeuge, wo wir mehrere Sachen kombinieren. Ich sage jetzt mal ein Schwarz und ein Rot und auch andere Sachen. So, hier fängt das Ganze an. So, dann haben wir diesen Auftrag, der im Terminkalender eingetragen ist. So, und dann funktioniert das oder geht das weiter mit der Organisation so, dass wir alles oder dass das alles praktisch zeitlich so abgeheftet ist, dass wir immer in... Ne, wir arbeiten dann das alles ab. Genau, es wird nach der Reihe abgearbeitet.
So, dann geht es natürlich zur Organisation so, beispielsweise, du bist jetzt der Kunde, Daniel, ne? Du hast einen Auftrag gemacht heute, so in genau 4 Wochen hast du den Termin, in einem Monat. So, dann machen wir es so, dass wir natürlich vorher das Material besorgen müssen. Bringt ja nichts, wenn wir das Material hier nicht haben, wenn, ne, aber du deinen Termin hast. So, das heißt, im Vordergrund steht Material. Das Material wird zum Termin vor Ort sein. Eventuelle Schwierigkeiten, was mit dem Fahrzeug zu tun hat, nehmen wir uns immer zur Kenntnis. Oder bei einem Fahrzeug, wo wir vorher vielleicht noch nicht dran waren, kann man ja vorher schon mal vorarbeiten und überlegen oder gucken oder recherchieren, wie man diese Vorgehensweise verrichtet. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal nagelneues Auto. So, und da müssen wir einen Türgriff rausbauen. Und der Türgriff lässt sich nicht so ausbauen, wie sonst immer bekannt ist. Da macht man sich schlau. Nicht einfach wahllos drauf, sondern wirklich gucken. Das ist ja bei mir der Fall. So bin ich hier. Ich gucke mir das Teil an, überlege ich. Ich habe ja das Verständnis dafür, wie etwas oft zusammengebaut ist, weil ich halt aus dem Bereich komme. Karosserie, Lackierung. Ja, auf jeden Fall so schlau machen. So, und dann ist eigentlich die Organisation so, dass das Auto, wenn es hier steht, wird das Auto immer noch organisiert zur Folierung, so gesehen? Kann man so sagen? Es wird halt vorbereitet. So, dann gehen wir aber halt schon in die Vorbereitung. Vorbereitung heißt Oberfläche reinigen, Demontage der Bauteile, Zuschnitt der Folie und anschließend natürlich die Folierung. So, das zum Thema O. Nächste Woche haben wir einen anderen Buchstaben. Wie immer, gehen wir mal zu den Jungs. Gucken, was da noch so läuft. Der Timo hat mir gerade einen Stinkefinger gezeigt. Der Timo? Soll ich mal was sagen? Der Timo ist richtig frech. Ehrlich, so ein kleiner Rotzbengel ist das. Der ist echt frech. Timo, was sind denn eigentlich für Unterschriften auf deiner Kippe? Von meinem Groupie ist er. So, die nächste Vollfolierung, wo wir letzte Woche schon drüber geredet haben, was wir auch so ein bisschen gezeigt haben, ist dieser schöne Golf 7R gewesen. Schwarzmatt, komplett. Komplett schwarzmatt. Schwarzmatt, komplett. Schwarzmatt. Komplett schwarzmatt. So, als Farbakzent hat der hier nämlich eine etwas krassere Farbe bekommen. Und zwar dieses, das nennt sich Light Blue Chrome. Ja, das ist, es gibt ja Blauchrom. Das ist zwar auch ein Blauchrom, allerdings so ein helleres Blau. Geht schon leicht ins Türkise und deswegen Light Blue Chrome. C-Säulen einmal im Fokus gesetzt damit und so Kleinigkeiten wie hier zum Beispiel. Das R-Logo hinten, das R-Logo vorne und die beiden R-Logos auf den Kotflügeln. Ich würde sagen, ihr schaut euch das Ganze im Porn an, denn das war's aus dieser Woche von uns. Dann wollen wir uns verabschieden, uns bedanken und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Peace. Wide awake, while they slipping, I won't die today, won't you listen? Squinting eyes dilating, a pine box, I'm drifting. Mud in my pockets, fingertips gripping the locket. Liquor spilled on designer watches. Oh yeah, that new body better be Versace when I get inside it. Wildin', the kingpin of sandcastle asylum's dry, but I'm dying to be thirsty, thirsting. My nerves are jerking, I'm clawing, drawing my breath to the surface. Serving to the most high, nah, undeserving. Return to the dirt, the earth I'm in, they used to follow me. Guess they never knew that I'm just dust, brick and mortar. Under the thumb of the Lord, I get crushed. Don't mean much, now I get stuck. I'm only flesh, I'm only blood. All my words only you.